nur nach Gefühl gefahren. Wir werden aufgeboxt, für heute ist der Plan, ich weiß, wie du mich richtig eingeleitet, man kennt ihn, dass wir den Van zum Laufen bringen. Hanna, rein oder raus? Raus. Gut, ich lasse einen Spalt für dich offen, ne? Ja, ist der Plan halt. Ist nicht ganz so einfach. Aber ich schon, du bist jetzt gerade eben schon ziemlich abgequält auf jeden Fall. Aber da steht jetzt auf Böcken der Van. Wir müssen mal gucken, wir haben nur eine Schraube für den Anlasser. Der Anlasser ist relativ einfach einzubauen, das ist auch nicht das Problem. Aber so einfach ist, ganz easy ist hier normal nicht. Ganz mega easy. Machen wir ein paar Lampen jetzt mal hier an, damit ein bisschen Licht in die Bude kommt. Aber, Junge, Projekt Gurke. Was für eins. Aber so mit einer normalen Schrauberbude, so einen kleinen, brauchst du mit dem Ding nicht anfangen. Echt. Das ist so einfach schwer, den allein ohne Motor aufzuräumen zu kriegen. Da brauchst du schon mindestens hier 300 PS für gefühlt. Der Gurkentrigger hat nicht gereicht. Anderweitig. Ja gut. Aber ein Fan-Diesel-Rost hat gereicht, haben wir ja gelernt. Beim Aufladen. Der ging Untersetzung. Junge, der lief aber echt gut, hab ich auch gedacht. Super, und für eine Anlasserschraube. Dann lass mal im Lager gucken, ob wir was Ähnliches haben. Wenn wir Pech haben, haben wir Zoll. Oh nee, komm, lass mich voll vorbeilaufen. Nee, auf keinen Fall. Als Durchgangsschraube brauchst du. Oh Mann, der zieht doch jetzt nach. Gib ein bisschen Gas hier. Hast du noch nicht abgezogen? Auf der Treppe, wenn du auf der Treppe bist. Nein! Nein! Ich will nicht! Was bleib ich hier oben und guck mir, was habe ich hier für ein. Hier, super fast! Super fast! Fast! Ist fast super! Aber hat nicht ganz geklappt! Wie lange muss ich unter sein? Ah, so! Das kann ich hier mit einer Stange 12 oder so was? Nee, das ist halt jetzt so einfach. Naja, du fährst bleiben mit einer erstmal fest, dann müsst ihr da auch mit starten. Ja, hör auf, das ist kacke, mach den nicht kaputt. Ja, so, der. Ja, das konnte gut. Fast schon sein, Alter. Das sind Wege von der Waschmaschine, was? Die besten. Das ist die Waschmaschine, das ist gut. Ihr könnt vielleicht ein bisschen nachschneiden. 4.8, weißt du, die kannst du, wenn du stark bist, ziehst du die so auseinander. Was ist das? 4.8? 4.8. Nee, die taugen nichts. Ein bisschen wenig, das stimmt. Mindestens 8.8 wäre schön. Ich glaube, die ist zu kurz, aber ich kann ja mal probieren. Also die auch, dann ist die auch zu kurz. Die sieht ganz gut aus hier. Wer ist er denn? Ich gehe mal unten und probiere ein bisschen, okay? Kann das Feingewinde sein? Vorsicht, ne? Ich würde jetzt nicht mehr abschrauben, den Anlasser. Feingewinde wird es nicht sein, ne? Wo ist denn meine gute Blendenlampe? Da ist sie. Die muss ich mitnehmen. Ah, schön. Das ist der Nachteil, die sind selbsttönenden Brillen. Jetzt rennt er auch, jetzt rennt hier so eine Sonnenbrille hier rum, ich auch. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. So, gucken wir mal hier. Ich habe schon mal einen Hickmackenteppich geholt, gerade eben, dass wir uns hier auf die Kiste schmeißen können. Und der Boden macht eigentlich gar nicht mal so übel den Eindruck, wenn ich ganz ehrlich bin. Von der Karre hier, das geht eigentlich alles noch. Hier hängt der neue Anlasser schon. Oh, ich glaube, das passt aber nicht mit der Schraube, oder? Oh oh. Fall ist mir die andere auch wieder entgegengefallen. Super toll. Der Anlasser hängt unter. Jetzt kriegt er so eine Anschlüsse wieder dran. Den Kasten, ne? Sag mal, wo bist du unterwegs? Ja, genau, den meine ich. Da kann ich einfach draus bauen. Und die Zange. Jo, perfekt. Und die Schlüssel. Perfekt. Ich muss die Hauptleiter unten dran. Ich muss sie so legen, dass sie nicht an den Rahmen rankommt. Oder an Krümmer rankommt. Und dass sie nicht an den Dingsen rankommt. Ja. Und dann müsste es eigentlich gehen. So. Hoffe ich. Oh, schweres Ding, aber es passt. Die Schraube kommen wir aus dem Lager, nehmen die hier. Anlasser ist jetzt fest, da ist der Zahnkranz. Hier ist der Drehmomentwandler. Ja. Und hier ist die restliche Karre von unten. Hier erstaunlich gut aussieht, muss ich wirklich sagen. Also das schlimm sieht doch nicht aus. Also schlimmer von oben aus als von unten. Ja, von oben geht er aber auch, aber wenn er da richtig dabei geht. Jo! Schön mit
in die Früh. Mit der Rolle. Schwer am Arbeiten. Erstmal Kamera rausgeholt. Der Pullman. Jo, gib mal rüber. Perfekt. Wo kommen die her? Die kenne ich gar nicht. Was hast du denn gefunden? Wo kommen die denn her? Die kenne ich gar nicht. Kommt mir so bekannt vor. Was hast du denn gefunden? Den Blatt da oben in deinem Schrank. Der hat nichts drin. Hä? Oberste Schublade. Die haben wir noch nie gesehen. Hä? Die habe ich noch nie gesehen. Ich kenne die Zeuge gar nicht. Ich dachte, die nimmst bald. Ich hab noch nie gesehen in meinem Leben. Da meinst du diesen roten Schrank, der oben auf der Werkbank steht? Ja. Ach so, den benutzen wir nicht. Guck mal an, du. Ich sag, du Vater, ich hab. Der schwarze Rollcontainer, der da steht. Ja, da hab ich die raus. Hä? Hab ich noch nie gesehen in meinem Leben? Nee, Alter. Ich hab. Nee. Noch nie? Alter, ist mir schwindelig. Alter, brauchst du Licht geworden? Bist du auch alles anders? Komm mal. Wegen dem Plus-Dings. Sieht man ja so scheiße bei dem Teil. Oh, voll schwindelig. Wir lagen jetzt gerade eine halbe Stunde lang bis heute unter der Karre. Ich gehe lieber mit Abstand, ne? Jo, mach das, bevor er explodiert. Warte. Ja, bitte, hier hast du. Welches war das? Die Masse haben wir hier. Warte mal, hier ist Plus. Erstmal Plus. Plus? Ja, wo war das? Plus war der hier, diesen komischen Klaus. Gib mal eben. Ich kenne den, glaube ich, weiß, wo der ist. Hier, bei der Standheizungssteuerung. Kannst du das leuchten, bitte? Ja. Wenn ich ihn richtig einklemme, dass er nicht mehr abhaut. Ja, perfekt. Was nehmen wir den hier? Schon mal gutes Zeichen, dass er jetzt nicht dreht. Ah, nee. Halt mal kurz dran, aber jetzt nicht. Ganz vorsichtig. Hier, was hat er? Nö, das ist Fortlieb, Woli. Das ist normal. Ja. Ich geh mal am Fahrersitz. Hier rein. Stimmt, der Anlasser. Versuch mal. Ach gut, einmal. Der Motor dreht, das ist schon mal gut. Ja? Ja, der Motor dreht. Ja. Oh, ist das für ein Geräusch da? Ja, da hat er sich auch schon durchgebraten. Aber der Anlasser fährt sein Leben nicht. Aber wir haben schon wenig Strom, ne? Genau, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja. Also wenn der Motor dreht, dann kommt es von vorne. Der dreht, der Motor. Was ist das für ein Geräusch? Das habe ich auch noch nie gehört. Kaputte E-Gitarre. Bestimmt. Oh, die Lüftung läuft, oder? Ja. Wow. Ja, die ganze Elektrik funktioniert. Stinkt. Klingt ja voll komisch. Das ist der neue Sound. Neue Sound der Saison. Hier kommt dann irgendwo her. Weil da. Mehr so, ich würde sagen, von mir aus auf der rechten Seite her. Ich gehe mal auch noch ins Auto und dann dreht noch mal einer gleich. Ich guck mal. Auf jeden Fall klingt dann das. Ein bisschen komisch klingt das schon. Aber der Anlasser kann auch ein bisschen schief sitzen. Das könnte auch passieren. Ja. Alter! Ich kann doch nicht dabei, ich hab's gehört, dass du das Motor hast. Dreh mal! Dreh mal, Gott! Das Geräusch ist der Anlasser. Das sehe ich von hier aus schon. Der rückt doch gar nicht auf, die Sau. Der sitzt einfach da drin. Aber der dreht doch, der Motor. Aber der Motor dreht doch. Ja, aber das Ritzel geht ja gar nicht raus vom Anlasser. Das geht nicht. Da sitzt die jetzt halt drin hier. Okay. Ich will mal ein bisschen die Schrauben lösen und mal gucken, ob ich den Winkel vielleicht ein bisschen anpassen kann von dem Ding. Oh. Aber heiß ist er auf jeden Fall nicht geworden. Das ist okay. Aber er feiert sein Leben hier unten nicht so. Nee, das macht er nicht leid. Das war besser hinten im Kofferraum. Ja, Kofferraum mochte er lieber. Ja. Kannst du nochmal drehen, Gordon? Am Zündschloss?
Jo. Keine Ahnung. Jo. Na, er rückt nicht mehr ein, der Sack. Wieder nicht. Machen wir mal. Ach, drehen bitte. Schlecht. Das ist nicht gut. Immer noch am Strom liegen. Wollen wir mal bitte? Ja. Oder fährt nicht so ganz an Leben, der Kollege hier? Ob der vielleicht so komplett innen drin trocken gelaufen ist? Da glaube ich nicht. Das ist ein alter Neu, ne? Warte mal, Junge. Oh, 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 oha. Ich will weg. Hilfe. Gut, würde ich mal sagen, der Anlasser, den haken wir als funktionierend ab. Ich glaube, dass er einrückt, wenn er anspringt. Oh. Doch, hundertprozentig. Oh. Aber der ist jetzt die ganze Zeit ausgerückt. Ja, ja, der sitzt jetzt gerade noch auf der Scheibe. Ja, genau, das Ritzel ist aber so gemacht, wenn der anspringt, dass zurückrottelt. Ja? Ja. Na, wenn wir Glück haben. Hoffen wir. Jetzt kommt die Bremsenreiniger-Kur. Und da klingelt gleich so weg. Wo ist drin? Ich, guck mal, kann ich gleich nicht orgeln und ganz so. So, kannst du ja von da rein. Da ist ja auch noch mal. Yes. Der Vergaser ist ja hier. Der Vergaser, Junge. Was sagt er denn dazu überhaupt in der Geschichte? Das auch gar nicht. Alter, irgendwie hört sich das nicht gut an, finde ich. Hat der Motor eine Kompression? Doch. Er kommt immer auf Öldruck. Ein Bar habe ich jetzt schon. Ja? Ja, ich sehe ja diese geile Bar, aber der andere klingt so komisch von dem Ding. Mal langsamer. Raucht das Kabel? Das Kabel raucht ab. Wir brauchen mehr Strom eigentlich. Ja, ich habe noch wenig zu Hause liegen. Hast du noch ein bisschen Strom da? Noch eine Bruttoregistertonne Strom zu Hause. Probier nochmal, ne? Nee. Okay. Nee, warte, das quankt immer noch. Ja, ich hab jetzt zwei Bar Öldruck fast. Ja, und was hat das mit dem Strom zu tun? Das ist dir gefallen. Ja, ist recht. Ich arbeite nur am Öldruck. Die sind auch beide heiß. Ja, gut, daran sieht man, dass wir einfach so wenig Saft auf der ganzen Scheiße haben. Ich gehe mal davon aus, wenn der wir. Der läuft wahrscheinlich, so wie das anhört, läuft der richtig schwer. Naja, also geht da schon mal die Hälfte an Strom, was reingepumpt wird. Ist der Motor? Weißt du, weil er so schwer dreht? Ist der Motor verbrannt oder warum riecht es hier so? Ja, so ähnlich. Dann sind die Strommännchen, ne? Also das ist so wenig Saft, ja, würde ich auch sagen. Ne? Der geht's, ist zu schwergängig, der Kollege. Vielleicht sollten wir den mal auseinanderbauen. Den Motor? Nicht ganz, den Anlasser. Ja, Anlasser, ich glaube, dass der Anlasser gar nicht genug Saft bekommt. Diese ganzen komischen Kackkabel, die der hat. Ich glaube, dass er ziemlich fest ist, so hält er sich zumindest an. Der dreht doch nicht vernünftig frei. Ja. Guck mal, eigentlich müsste der ja so klingen. So wie er hier. So hier, er hier. Aber der hat 24 Volt, der Anlasser. Bisschen kühl hier. Ich stand genau vor dem. Hier schmilzt! Guck mal, wie es wegschmilzt, Alter. Ja. Junge, okay, das ist natürlich ein Ding. Ja. Du bist perfekt. Hast du drauf, Timo? Probier mal. Los, kann's gehen. Fertig, ja? Ja. Okay. Klingt ihm so scheiße. Kein Unterschied. Also, das ist mehr Musik drauf, doch? Gehen wir mal. Hä? Fangen wir mal. Ja.
gerade voll schwer. Das ist meine Meinung. Ja, also meinst du anders auch noch mal raus? Wir hätten wenigstens mal versuchen sollen, ihn zu drehen vorher. Ja, hab auch nicht dran gedacht. Nee, weil er neu war, ne? Ja, ich glaube aber nicht, dass es das... Nee, wenn er lasst, dann nicht raus, ne? Nicht, dass sie im 24 Volt anders gekauft haben und der hier auf 12 Volt läuft. Hier zwei verschiedene Varianten. Was? Ist da kein kleines Schild irgendwie dran? Nee. Nee, wäre zu einfach. Dreh nochmal bitte. Hä? Dreh nochmal. Ja, warte. Jo, mach ich. Ich sprühe dir mal ein bisschen ein, den Kollegen, aber... Das ist, ich kann ein bisschen in die Tiefen gehen mit meinem Rostlöser hier. Ich bin noch verbessert. Oh, fahr mal! Hä? Ha, ha, ha! Max, was? Fahr schon! Aha! Das ist so komisch klingen würde, ne? Der klingt so ungesund halt, ne? Das ist nicht einrückt, wundert mich. Ich könnte noch mal, ich drücke ihn noch mal mit der Hand rein, wo ich meine Schlitzschraubenzieher hingepackt. Findest du von der Gesundheit her, so klingt der. Jo, hab ich hier. Jetzt habe ich die Masse verlegt. Hier. Und jetzt sind die einigen Batteriepole. Muss man sehen. Ja, ich weiß nicht, wo wir die Höhe hinkriegen. Ich glaube, das hier habe ich nicht gerade mit geärgert. Dafür habe ich Plus. Ach, mit Plus. Das hier ist, glaube ich, Plus. Minus wäre mir lieber gewesen. Ja, mit Minus kriege ich ja keine Funken hin. Ja. Warte, ich schieb die ein bisschen höher hier. Ah. Die Rampe ein bisschen rauf. Komm her. Dafür an die Pole rankommen. Ah. So, das ist hier. Das müsste Plus sein. Bin ich auch nicht ganz sicher, weil das sieht bei jetzt so gleich aus bei dem Auto. Ja, wir messen das schon mal, indem wir es anschließen. Wir messen das schon mal eben mit. Funken messen wir das eben. War es richtig rumgepult? Nee. Andersrum. Gibt's da Funken? Auch. Ja, was ist denn das? Was? Willst du mich verarschen, Auto? Warte mal, ich guck mal kurz, was das Massekabel ist. Kleiner ist noch mal minus oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Das hat mir irgendwann mal geguckt, selber geguckt. Das ist nichts vom Werk. Aber ich kann das Kabel eben verfolgen, warte. Aber ist doch logisch, weil du musst in die Länge ranhalten ein bisschen. Das Kabel geht von da. Wenn du kurz ranhältst, ist doch klar, dass er funkt. Ja. Warte, ich verfolge das Wasserkabel gerade. Wir haben es gleich ganz sicher. Das ist los, ich hier. Warte eben, ich hab doch gleich. So. Muss ganz Geduld haben, wir beide. Ich sag, ihr müsst Geduld haben, geil. Das ist der richtige Typ. Gibt alles nichts. Das haben wir den Anlass auch nochmal ausgebaut. Das neue Teil ist auch ein Gebrauchsteil. Junge, ey. Hier ist schon gelitten bei uns, das Teil. Na, Plus muss hier. Genau, Masse kann es eben auch Anlass daran gehen. Dann brücken wir ihn gleich mal eine Runde. Mal gucken, ob er dann zurückhüpft. Ich glaube, ich hüpfe zurück. Das ist auch ganz sicher tatsächlich. Ja, auch mal Masse eben woran, dass man hier dann nicht wegfliegt. Reicht. Muss gehen, ne? Reicht, Dicke. Geht nicht so genau. Das ist Norma. Ja, der Dienst geht auf. Der Ausrüfer geht auf. Ja, gut. Ja, das können wir aufhören. Das ist in Ordnung. Willst du noch was machen? Nö. Am Teil liegt es nicht. Das ist okay. Das können wir wieder einbauen. Aber jetzt verlege ich das alles ein bisschen besser. Ich habe was gelernt über die hier Leitung. Die Leitung, die ich am Masse geschaltet habe, ist nämlich eine Plusleitung. Die haben sie da irgendwie verlängert. Da will ich gerade nur, ob ich das besser machen kann, wie die es gemacht haben. Aber eigentlich nicht. Du kannst es nicht besser machen. Du kannst es aber eigentlich nicht schlechter machen. Es geht halt nur auf eine Variante. Das ist ziemlich für den Arsch. Guck mal, das ist ja der Erregerklaus, dieser hier. Ja, und hier ist ja der Dingsen. Man muss den ein bisschen festziehen hier, weil der löst sich hier nämlich immer und fängt an zu wackeln. Ja. Das erste Problem, was ich immer habe mit dem Teil. Ja. Und dann muss er wieder unter das Auto. Ich freue mich schon. So, war mal im Pieseln, ein bisschen die Hände grob sauber gemacht, ein bisschen Gefummel gemacht. Ja, jetzt geht es wieder unter das Auto.
Also der Anlasser ist gesund, der ist in Ordnung. Der ist wirklich top. Aber warum dreht er denn so komisch? Steht da 12 oder 24 Volt drauf? Nee, 12 Volt, das passt. Das ist der richtige. Hanna hat schon richtig ausgedingst. Hanna hat es schon. Er sagt, das ist ja nur ein 24 Volt Anlasser. Guck erst mal Hanna nach. Er sagt, 12 Volt. Hä? Wer war das? Jens. Mann. Keine Ahnung, da müsste Jens gewesen sein. Schielt ihr hier nachts oder was? Asche auf dem. Schau, das meinst du mal, Jens. Was wir heute auch Schönheiten machen können, mit einem Rohbohr nach Erik aufs Feld. Ja. Na, nur ist mir gerade so eingefallen, so wie ich am Pinkeln war. Ja, super. Aber wir haben eine fast so schöne Baustelle. Jetzt machen wir hier so einen so einen Scheiß. So einen Scheiß. Hm. Aber wenn, da steht jetzt ein Freitag noch da? Nein. Obwohl. Ja, weiß, ne? Naja, Montag sind wir schon mal eh nicht da. Montag sind wir unterwegs, genau. Also bis Dienstag ist er auf jeden Fall da. Dienstag habe ich zu tun. Ja, mal gucken. Mittwoch TÜV. Donnerstag kein Bock. Ja, genau. Freitag, ja, vielleicht. Freitag ist sowieso nicht, weil Wochenende ist. Ja, genau. Also kann wohl hinkommen. Leider Katastrophe. Egal, ich bohne jetzt wieder da unter. Und leg die Kabel ordentlich. Und dann mal gucken, wer sich gleich verhält, wenn wir die wieder hier direkt angeschlossen haben, wie er dann klingt. Kann natürlich sein, dass unsere Kabel, die wir haben, nicht mehr genug Saft bringen, weißt du, diese Schattenwirkkabel. So eine Länge, enorme Länge an der Kabel. Mhm. Ja, und dann auch so. Brauchst du den ein? Ein paar Wolken. Ja, brauchst du den eben ein, den Anlasser? Nee. Kannst auch so unter dem Arm klemmen, der wiegt auch nichts. Zum Hochheben. Siehst du? Viel Spaß. Darf ich vorstellen, meine neue Konstruktion. Das Pluskabel ist noch anders verlegen, das geht an Krümmer lang, das glüht sonst weg, aber sonst. Kann mal einer für eben mal orgeln? Oder wenigstens mal die Zündung erstmal anmachen? Ich will noch nicht unterlegen. Ich hab ein bisschen Angst. Du? Was machen wir euch was? Ja, Zündung an. Jo. Weiter? Ja. Orgeln aber fein, du. Der orgelt gut, der Motor. Klingt der mal kaputt, ja, ne? Mal nochmal. Aber auch besser als vorher. Ja, ein bisschen besser als geworden. Mehr Geschwindigkeit drauf. Und das Ding rückt ein, mach nochmal. Wird einem nur noch halb so schlecht von. Warte. Jetzt nicht. Gerade eben ist er eingerückt. Mal nochmal. Ne, jetzt ist er stehen geblieben, gerade ist er eingerückt. Aber gut. Ja, aber sobald der Motor läuft, rückt er ja rein. Ja, ist klar. Aber ist schon besser jetzt. Also, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Musik auf den Kasten gekriegt. Was machen wir jetzt? Wo sind denn die Dieselleitungen von dem Viech? Wo ist denn der Tank überhaupt? Wahrscheinlich hinten. Ja, hinten habe ich ihn gefunden, ja. Sehe ich einen ganz großen Tank da hinten. Da ist der Tank, da sind Leitungen, das sind Handbremse, das ist die Bremse. Wo haben wir denn jetzt die Dieselleiter, wo die lang geht, nach vorne laufen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken aber so anspringen und dann gucken wir mal, ne? Aber ich habe irgendwas gehört von der Problem mit Dieselleitung oder irgendwas vom Powersitzer. Was ist denn damit los? Wäre zu langweilig, wenn das alles jetzt funktionieren würde, jetzt einfach so. Alter. Oh. Oh. Junge, ey. Oh. Mein neuer zuverlässiger Daily. Na? Wie ist hier oben so? Alles gut? Haben wir. Ja. Gucken wir mal, ob es weiterhin okay ist. Perfekt, nehmen wir den hier. Jeder spritzt irgendwo rein. Ja, gut, ja. Kenne ich irgendwo, ja. So, Zündung geht, Gebläsemotor geht. Immer ausgemacht, den Schrott. Ja,
Feiert er nicht. Feiert er gar nicht. So, das hier muss ich reinsprühen, das passt schon. Aua, mit dem Kopf in dieses Regal eingehauen. Das Regal ist furchtbar, ne? Wer denkt sich so ein Regal aus? Ey, V8, jetzt läufst du mal. Komm her, du hast Bock. Komm schon, mein Freund. Komm, du hast jetzt V8en, okay? Bruder, lass ihn mal ein bisschen glühen noch. Komm schon, Baby. Er fährt nicht. Ah, Kompression, Alter. Ja. Das ist schon mal gut, aber der... Alles andere da so herum feiert er nicht so. Würde ich mal so spontan behaupten. So, okay, gut. Also ich habe den Fehler eingegrenzt. Dann müsste zwischen dem vorderen und dem hinteren Kennzeichen liegen. Irgendwo hier in der Halle. Ja, irgendwo hier ist der. Irgendwo in Friedeburg. Gut, da können wir ja froh sein. Junge, also würde man sagen, Diesel kommt an. Also nach dem Filter sogar. Ne? Das ist ja nach dem Filter, also vor dem Filter. Ne? Gucken wir mal hier. Das ist jetzt hier. Da ist der Dingsen. Hier kommt ist der Luft. Hast die Ansaugbrücke und ich habe scheiß Diesel im Auge. Ich merke das richtig. Ich wollte mal eine Leiter mal lossehen. Habe ich doch gerade. Habt ihr schon? Hast du gesehen jetzt gerade? Ich habe doch gerade den. Die Leiter direkt an der Hochdruckgeschichte. Den Lüftungsschrauber gerade aufgemacht. Einfach ein, zwei Leitungen mal ab. Gucken wir gleich. Ja. Da überhaupt wie Musik in der Bude ist. Ich würde noch mal ein bisschen lühen lassen, ganz gern. Was ist das hier eigentlich für ein Hahn hier? Was macht der denn? Der geht daran. Was ist ein Hahn? Das ist ein Hahn, das hier, guck hier, das ist ein Hahn. Was hat er denn Hahn? Der geht im Luftfilter. Ja, was ist das für ein Hahn? Warum hat er einen Hahn am Luftfilter? Für was? Ah, oh, mein Auge. Ich sehe nichts mehr. Ah, so, da nicht. Ja, der muss jetzt hier V8en, das geht nicht anders. Können wir die Batterie nochmal starten, mit Starthilfe müssen wir brücken? Ein bisschen mehr Saft auf der Bude kriegen? So langsam, glaube ich, ist die Batterie am Ende. Haben nicht mehr so viele. Wir haben keine Batterie mehr, ne? Nee. Scheiße. Oh, mein Auge. Das ist das Vorderrelais. Wo ist das? Sitzt hier irgendwo unten drin. Ist ja egal. Das tickert auf jeden Fall noch. Das ist sonst gut. Ich bin ein bisschen Temperatur auf dem Bock. Ich will ja noch mal ein bisschen den Lüftungsschrauber rundherum tüdeln. Ist die Powerbank noch dran, oder? Ja, ich mach nix. Ich lasse auch ein bisschen glühen in der Zeit. Ah, oh, Junge. Was eine Gurke. Habe ich mir was angelacht. Aber ist klar, wer denn auch sonst? Das kann nur ich sein. Hast du Saft? Ja. Gucken wir mal, was das ist. Wieder eine Schraube rumdrehen jetzt hier in der Lüftungsschraube. Alter, was ein Geröde. Ich muss noch ein bisschen, ich will noch mal ein bisschen mal gucken, ob ich da ein bisschen mehr kann so gucken, dass ich. Ja, das war's jetzt. Da ist er, jetzt kommt Luft. Der Strom ist am Ende. Jetzt ist sowieso vorbei. Ist vorbei, ja. Auch schon, Baby. Ganz rausschrauben darf ich die nicht. Aber oh, Junge, in welcher Welt?
Keiner zu Hause. Nobody here. Mit dem Strom wird das eh nichts. Nee, nur vier, ne? Pisst da Diesel raus? Ja. Warum? Ich lüfte ihn gerade. Wieso pisst da richtig Diesel unten raus? Nee, ne? Naja. Jetzt läuft voll raus. Warte mal, wenn ich jetzt zumache. Ja, vergiss es. Ist vorbei. Ja, Dings hat sich schon abgeschaltet. Ja. Na, die Pumpe sind auch alle. So viel dazu. Habe ich den Filter mal ausgebaut. Und jetzt so quick seht ihr hier. Und ist ein Schlauch. Der tropft so ein bisschen, haben wir gerade gesehen. Oh ja, dieser Kollege, ja. Der da, ja. Aber wir müssen da keine Batterie mehr, um Wasser zu machen. Da ist die Batterie jetzt leer. Schade. Das ist ein Scheiß. Das heißt, wir müssen den Schlauch können wir dann mal tauschen, würde ich sagen. Lass einen neuen Schlauch verbauen. Und dann lassen wir die Batterien laden und dann machen wir Dienstag weiter. So als Idee. Ja, Dieselfilter selber, den kannst du narrensicher entlüften hier mit diesen Dings. Da läuft das hier einfach unten mit dem Schlauch auf dem Boden. Also ob du gesagt hast, ist doch normal, so entlüftet man noch einen Diesel. Ja, auf dem Boden halt. Ist ja auch so. Zu der Zeit war es ja auch so. Ja, war ich zu der Zeit, das stimmt. Ja, wild. Ich guck mal einen kleinen Schraubenzieher, ne? Den Knubbel. Lass den Schlauch da mal kurz rausoperieren. Ja. Können wir nochmal machen, haben wir das schon mal fertig. Hier, schraubst den Scheiß mal da rein, das ist nicht so nass. Das sind Gordon und ich gerade noch am Fluchen hier. Also eigentlich, also sowieso verlorener Posten. Also laufen wird der Wagen heute nicht. Kann er gar nicht laufen, weil wir gar keinen Strom mehr haben. Aber jetzt haben wir noch die zwei Leitungen, die unten sind, neu gemacht, weil die waren extrem porös und die waren richtig, richtig ranzig. Die sind jetzt nagelneu, also hatten wir euch aus dem Lager genommen, wie wir noch so hatten. Dann die Filterpatrone wieder rein, dann kann man den Filter wieder füllen. Der Filter füllt sich selber, wenn man die Lüfterschraube aufmacht. Das ist ganz cool gemacht eigentlich bei dem Teil. Und da muss man gucken, ob der orgelt. Das Problem daran ist aber, wir haben keinen Strom. Das heißt, das Video ist am Ende. Die Powerbank ist leer, die große Batterie ist leer, die große Batterie hat aber keinen Bruder. Die war höchstens am K30, aber den K30 daneben zu bewegen, wäre ein bisschen sehr aufwendig. Deswegen... Das ist eine Energiekrise. Das ist eine Katastrophe. Deswegen beende ich jetzt dieses Video. Und dann seht ihr in der nächsten Folge, wahrscheinlich noch nicht, dass er läuft, weil nächste Folge ist, haben wir hier einen Roadtrip, den wir machen. Oder ich komme vielleicht morgen nochmal dazu zu gucken, ob der läuft. Glaube ich aber nicht. Fakt ist auf jeden Fall, er macht ja gar nichts. Also der dreht auch ganz gut, auch wenn er anders ein bisschen komisch klingt. Aber er springt ja einfach nicht an. Er sagt ja, ich habe keinen Bock. Null Bock, weißt du, der kann es auch Bremsen rein, hier reinspringen, passiert auch nichts. Was kann das sein? Keiner weiß es. Ne? Ja, Bier-Tipps für uns. So, natürlich ein bisschen View online kommen und rüber, ist ein paar Tage vergangen. Das ist schon ein bisschen weiter wahrscheinlich, aber vielleicht haben wir was übersehen. Gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Munter. Wunsch uns Glück, Mann. Katastrophe.